Anfang der 80er Jahre war die technische Entwicklung innerhalb unserer Branche ja die, dass die analoge Schallplatte vorherrschend war. Die digitale Technologie war gerade am Horizont sichtbar. Es gab später andere digitale Entwicklungen wie SACD, DVD-Audio, Blu-ray. Mittlerweile sind wir an einem Standort angelangt, wo es um körperlose Musik geht, die per Download zur Verfügung steht. Mittlerweile hören die Menschen Musik über einen USB-Stick und Ähnlichem. Das heißt, unsere Branche ist innovativ, Technologien ändern sich permanent, nicht aber die Zielsetzung auch der Messe, nämlich die hochwertige Musikwiedergabe.